So, wir sind jetzt live aus Wittenberg, 20. Dezember 2011. Und grüßen alle. Viele wussten nicht. Wir sind heute 20.30 Uhr live. Habe ich keine Zeit, das bekannt zu geben. Wir starten trotzdem. Weil das natürlich oft wieder gesehen wird. Und wir haben natürlich viele Zuschauer. Wir wollen nicht angeben, aber das ist einfach auch so. So, für alle, die sich jetzt bei Medien anmelden, für 5 Euro im Monat kann man zum Beispiel Top-Video sehen. Jeder 4 bis 1000 Mal, 1500 Mal gesehen. Waldweltfestival, alles was wir aufgenommen haben. Dann weiteres, 11.000, 11.000, 10.000, 9.000 und so weiter. Also GTV wird auf verschiedene Ebenen einfach auch geschaut. Ich schalte hier manchmal. Und über viele Server, nicht nur auf GTV. Damit alle, die bekannt, die einfach ihre Weisheit aussprechen, gefunden werden. Ich habe natürlich heute die Ehre, ein wunderbarer Gast hier zu sein. Ihr könnt auch Fragen stellen. Um das Thema, was für mich gekommen ist, es ist einfach für heute. Ich glaube, es ist einfach gekommen, das Thema den Ruf folgen. Okay, ich bin dem Ruf gefolgt. Also ich habe gesagt, wir haben geskypt, hast du nicht Lust, ich habe keine Lust, allein zu sein. Und mal gucken, wer da ist, das ist jetzt hier. Ja, das ist jetzt. Hängt den Chat von Livestream. Hat immer ab und zu ein paar Probleme, aber die regeln sich immer dann nach 3-4 Tagen. Den Ruf zu folgen, ja. Wir hatten in Frankfurt so ein Seminar gemacht und irgendetwas ruft in uns immer. Ne? Schon im Mutterleib, schon als Kind. Das ist etwas, was mit einer ganz, ganz leise Stimme uns etwas sagt. Ne? Ich glaube nicht, dass es etwas außerhalb von uns ist, sondern es ist unser innerer Meister, den wir sind, den wir aber nicht annehmen, ne? Oder oft nicht genug Raum geben. Denn wenn wir den inneren Ruf immer folgen würden, würden wir die gleiche Ebene wie Buddha, Osho, Jesus und alle anderen sein. Ne? Aber dieser innere Ruf zu folgen, rufen das Einhorn. Wir rufen den Einhorn. Grüßen dich. Wir winken dich. Ja, diesen Ruf zu folgen,
das bringt immer Probleme mit sich. Ne? Scherereien. Nur es berührt mich so sehr, diese, ja, diese Weise, diese Schönheit, die in uns sind, diese Begleitung, die wir immer haben. Es berührt mich so sehr, dass ich ja, denn nicht 24 Stunden zu folgen oder zu hören, könnte eine Schande sein oder das könnte einfach richtig einen einfach auch berühren. Mensch, wir werden so beschenkt von Existenz. Stell dir vor, du wirst beschenkt am laufenden Band und du nimmst es nicht an. Etwas ganz Tiefes, ganz Schönes, ganz Weißes, was du bist, was in dir ist, begleitet dich ständig und du ignorierst, also ich ignoriere den. Jetzt, den Ruf sagt, ich soll meine Haare ein bisschen schön machen. Das mache ich jetzt gleich. Komm gleich. Lass mich also jetzt alleine. Ja. Ja, das ist alles Begeisterung. Ja, also wer mich noch nicht kennt, Sven Reinhardt. Und Jeet lässt mich jetzt hier allein im Studio, allein mit der ganzen Technik. Sabine schreibt, tolles Paar. Ja, du bist niemals allein, lieber Sven. Ja, das ist richtig. Wir sind alle verbunden. Ja. Ja, du fühlst dich aber trotzdem allein, wenn hier Monitore, Mikrofone, Tastaturen, Telefon, wenn hier alles um dich rum surrt und rauscht und du eigentlich gar nicht so richtig weißt, wie alles funktioniert. Ja. Also, folge dem Ruf. Folge dem Genau. Ruf der Technik, habe ich gerade gesagt. Ich habe gerade alles vorgestellt, was sie alles so rumstellt. Tolles Paar, yeah. Ja, eben. Ich bin dem Ruf gefolgt, mich ein bisschen Ehren des Gastes und eurer Ehren, einfach mich ein bisschen schöner zu machen. Ich hoffe, es ist gelungen. Ich konnte nur an den Haaren was Ja, machen. Du super. könntest nicht, weil die sind kurz. Ja, Ne? ich kann auch ein bisschen kann ich auch was machen. Naja, aber du, bei dir ist gepflegter. Auch wenn man auf Toilette muss, soll man dann auch dem Ruf folgen. Eben, Dario, ich bin dem Ruf gefolgt. Mach etwas Schönes für dich, denn ich vergesse das immer. Wenn man im Dienste ist, der anderen, ich habe mich sowas von vernachlässigt. Ne? Und das ist Ego. Wenn man nicht für sich sorgt, sagt Sabine auch immer, ist nicht gut. Ne? Und vernachlässigt man sich. Und ich habe dieser innere Ruf, was mich betrifft, einfach immer vernachlässigt. Ja. Und das ist, ich habe ein Bild gesehen einmal, was mich sehr berührt hat. Mein inneres Kind war auf dem Balkon, in die Kälte rausgesperrt, total abgemagert. Und ich habe mich sowas von, fast nur Knochen, sowas von geschämt. Ich habe die Tür wieder zugemacht. Ich wollte den mir nicht anschauen. Und ja, dieses Bild verfolgt mich. Ne? Eben deswegen etwas für sich zu tun, weil ich musste nicht zur Toilette, ich musste einfach nur was für mich tun. Mich einfach auch schön darstellen. Schal brauche ich nicht. Und ich denke, solche Impulse bekommen wir ständig. Und den Ruf folgen bedeutet einfach in erster Linie etwas für sich zu tun. Oh, Dario, danke schön. Danke schön, Dario. Oh. Das natürlich von einem Mann gesagt, ist wunderschön, Ja. ne? Ja, ist eine Ehre. Dankeschön für die Ehre, Dario.
Was tun wir für uns? Ne? Ich tue auch jeden Tag was für mich. Ja. Also ich habe Yoga und Meditation für mich entdeckt jetzt. Ich habe jahrelang habe ich gesagt, Yoga, ah, das ist nichts für mich. Und da haben wir, ich habe so ein Bild von Yoga gehabt, wie dann irgendeiner dasteht und so ein Yoga-Lehrer und seinen Yoga-Schülern, also seine Yoga-Schüler trimmt, da etwas zu tun. Ja. Ja, mir wurden solche Bilder übermittelt. Ja. In Leipzig haben wir so verschiedene Yoga-Schulen, ja, wo dann der Yoga-Lehrer da steht und ja, und geht rein in den Schmerz und spürt ihn. Und das war für mich alles abstoßend, das wollte ich nicht haben. Mhm. So, und da hatte ich ein Vorurteil aufgebaut gegenüber Yoga. Und ich habe jetzt Yoga für mich total entdeckt, aber ich habe kein Buch, ich nehme kein Buch. Also meine Tochter hat ein Buch gekauft und ich habe mir bloß die Bilder angeguckt, habe mich bloß inspirieren lassen und habe mir gesagt, dass hier steckt was anderes dahinter. Das ist nicht das, was die zeigen. Ja. Diese Übungen, das alles, was alles, also die Gymnastik. Ne? Und die möglichst perfekt hinzukriegen und jeder sagt, ich komme nicht ganz runter und ich schaff's nicht, das ist nicht Yoga. Ja. Ne? Schön. Oh, und ich habe Yoga für mich total neu entdeckt oder erstmal überhaupt erfahren, was es ist. So, und ich mache jeden Tag 1 bis 2 Stunden, früh um 6 bis um 7, manchmal bis um 8, nur Yoga. Ich verbinde das auch gleich mit Meditation und ich gehe total in die Körperwahrnehmung. Mhm. Und bei dieser inneren Wahrnehmung und auch ja, in dieser Körperwahrnehmung kann ich total entspannen, kann ich total konzentrieren, bin total bei mir, kriege überhaupt nicht mit, wenn um mich herum irgendwas passiert, und tue mir einfach die 1 bis 2 Stunden was total Gutes, nur für mich. Und welche Übungen? Irgendwelche? Wie hast du entschieden, welche Übungen? Also ich mache verschiedene Übungen. Also ich bewege meinen Körper einfach, wie er bewegt werden möchte. Wow, das ist doch nicht Yoga. Das ist Yoga. Also okay. Das ist Yoga. Ja doch, also ich mache schon verschiedene Yoga-Übungen, ja, die du auch immer in so den Büchern findest. Und so, ne? Aber ich mache sie mit einer anderen Energie. Ja. Und ob das nun Yoga ist oder kein Yoga ist, ist wahrscheinlich auch egal. Wichtig ist, ich tue es für mich. Wunderschön. Ja. Ja. Also Dehnungsübungen, wo ich richtig in den Körper reinspüre. Weiter. Ja, ich war fertig. Da gibt es doch nichts zu sagen. Das ist, einfach das, ist das, Genialste, das Genialste, was es gibt. Ne? Ja. Das Genialste, was es gibt. Also Sabine meint, so um die Uhrzeit mache ich Atemübungen. So aus der Schule, wie heißt die Schule? Die Schnarchschule. Schnarchschule. Ja, früher, als ich jung war, habe ich es auch gemacht. Ne? 4 Uhr morgens, 1 Stunde und dann 7 Uhr nochmal 2 Stunden. Das ist toll. Ja. Tai Chi, sagt Sabine. Ja, also tanzen tue ich nicht. Tanzen nicht. Also das sind schon so eine Art, also wenn man sich das bildlich vorstellt, sind das schon so eine Art gymnastische Übungen. Also Körperdehnungen, ja. Aber mit einer besonderen Intensität. Ja. Und vor allem verbinde ich es immer mit Entspannung. Ich merke das also, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Übung mache, wo ich meinen Rücken dehne, am Boden liegend, dann habe ich für mich gespürt, das ist ganz wichtig, dass ich aus der Spannung rausgehe. Ja, man ist immer angespannt und versucht die Übung exakt zu machen und die Körperposition zu halten, wie auch immer, egal was man macht. Und ich habe festgestellt, dass es ganz wichtig für mich ist, dass ich einfach in die Entspannung gehe, dass ich die Spannung löse und dann einfach wahrnehme, was passiert. Und das ist so, man kann das gar nicht beschreiben. Das ist einfach schön. Das ist einfach, ja.
Ja. Ich bin kein Motto dafür. Intuitives Yoga praktisch. Ja, ne? Ja, genau. Ne? Sein die so haben, dass die Yogi auch entwickelt. Ne? Ja. Ja. Ja, nach dieser Bewegung, dann spüre ich irgendwann spüre ich einen Impuls, mich zu bewegen. Mhm. Und dann bewege ich mich ganz langsam. Mhm. Bewege mich quasi in die nächste Dehnung. Mhm. Und aus dieser Dehnung heraus, also in dieser Dehnung, begebe ich mich wieder in die Entspannung. Aber ohne die Körperhaltung zu verändern. Und was da passiert, ist eigentlich gewaltig. Das kann man eigentlich gar nicht beschreiben, das muss man einfach probieren. Ja, und dann denke ich, ich bin entspannt und dann merke ich, dass ich immer noch angespannt bin. Dann kann ich mich immer noch weiter entspannen. Und also 12 Stunden gehen da rum und ich merke das gar nicht. Also gefühlt sind das manchmal bloß wie eine halbe Stunde. Und das sind 2 Stunden vergangen. Während bei der gemachten Meditation 10 Minuten fühlen sich wie 3 Stunden. Ja. Also ich denke mal, das ist so eine Mischung aus beiden, ne? Meditation und Yoga oder das ist nicht wichtig, wie man es nennt. Da habe ich gemeint, um 5 Uhr fange ich an zu schnarchen. Ne? Da fängst du an, eine Stunde später stehe ich auf. Ja, und jeden Tag um 6 und ich wäre meistens schon von alleine im Muttersprach gar kein Wecker. Es hat sich wirklich so ein Rhythmus eingespielt, das ist schon schön. Und dann beginnt mein Tag total entspannt und total ausgeglichen. Mhm. Ja, wenn ich jetzt hier in Wittenberg sitze und alles überall Trube und Hektik und ich sitze da wie so ein Fels in der Brandung. Ne? Mhm. Oh nein. Um 8 bin ich schon da. Also ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Mhm. Normalerweise würde ich jetzt immer noch drüben sitzen. Und ich habe mich aber jetzt, ich bin jetzt im Ruf gefolgt. Ja, komm doch mal, ich bin so einsam hier. Ja, und das bloß Dario ist nicht sind. Da, Sabine ist nicht da. Ja. Wer ist denn noch da? Mandy? Oder Nettie? Nettie oder Mandy? Wieso bin ich nicht da? Ja, ich will dich auch mal fühlen hier. Kannst mal 3-4 Tage kommen, können wir ein bisschen feiern. Oder nach Leipzig. Dann gehen wir abends aus, guck mal, wie du tanzt. Gehen wir die ganze Nacht aus, um 6 Uhr machen wir Yoga. Und gucken, wer nicht einschläft dabei. Ja. Dario, wie war es bei dir, dass du deinen Ruf gefolgt bist? Weil natürlich, jeder Mensch hat diesen Ruf. Ne? Und ich weiß, dass ich diesen Ruf habe. Ne? Ich habe mich 20 Jahre lang mit Meditation oft gezwungen. Ne? Ja. Das war einfach von Osho. Meditieren ist alles. Ja. Ne? Das hat mir auch natürlich viel gebracht. Aber seine Aussage war immer, Meditation auf dem Marktplatz ist das Wesentliche. Mhm. Ne? Weil die Leute meditieren, dann kommen sie und ärgern sich und es war nur eine Vorstellung. Mhm. Meditation auf dem Marktplatz bedeutet für mich Anwendung intuitiver Intelligenz. Mhm. Ob ich jetzt im Restaurant, im Büro, egal wo ich arbeite, einfach auch intuitiv zu sein. Mhm. Mein Job immer so wie jetzt, einfach Informationen kommen zu lassen, mich führen zu lassen. Und das ist für mich 24 Stunden Meditation. Hm. Und ja, und deswegen, Dario, ich weiß noch nicht, wohin es mich ruft. Ja, aber du bist in vielen Situationen, du hast einfach auch den Einhorn gefolgt, du folgst, du triffst Entscheidungen und ich weiß, wie viele, die sich einfach auch nur dröhnen, oder wie man sagt, mit irgendetwas, mit Worten, mit Einstellungen, mit Vorstellungen. Du hast einfach auch den Weg der Freiheit gewählt und dich entschieden, praktisch deine Sprache, dein Körper, deine Stimme, deine Worte, deine Bewegungen einfach auch treu zu sein. Und das machst du gut.
Aber wie war es bei dir, wo du zum ersten Mal zum Beispiel mit dem Wort Einhorn gehört hast? Das ist ein Symbol. Für mich ist ein Symbol von einer Symbolenergie, die aber sehr mächtig ist. Ne? Und Einhorn ist eine mächtige Figur, ist einfach ein starkes Wesen, zart, schön, das sich aber auch durchsetzt, der einfach ja, nichts mit sich machen lässt. Ne? Dreht sich um oder trifft einfach auch eigene Entscheidungen und dahinter auch der Weg der Armut. Ja, aber das wollen wir ändern zusammen. Da sind wir auf dem guten Weg. Was uns fehlt, ist noch die Balance, ne? Wir sind ja nicht arm. Manchmal fehlt uns bloß das Geld. Aber arm sind wir nicht. Wir sind reich an allem, was man sich vorstellen kann. Ja, das sehe ich einfach auch. Diese Erfahrung, was diese ganzen Leute, die wir begegnen, ne, das ist ja unglaublich. Ne? Mit Sabine sagen wir das einfach auch, Mensch, uns geht es wirklich gut. Ne? Wenn ich denke, dass Leute selten interessante Begegnungen machen können oder was weiß ich, dass die ausgehen oder was weiß ich was. Ne? Oh, guck mal, jetzt bin ich zweimal. Ja, die Göttlichkeit, die wir erleben, das ist, aber eben, das ist ein bisschen, diese neue Seite machen wir auch, weil entweder ist man reich und völlig, man hat sich aufgegeben, man ist Sklave, ne? Oder man ist frei und arm. Aber wenn die freien Armen sich zusammentun und zusammenwirken, was viele noch nicht machen, dann, ja, dann, ich glaube schon, dass wir in das Reichtum, dass uns alles zugesteht, weil wir sind die Schöpferkraft. Ne? Und ich arbeite voll dafür, dass wir die Mittel bekommen. Und ich denke, dass wir auf einem guten Weg sind. Denke ich auch. So, dann blende ich jetzt die Telefonnummer ein. Heute sind nicht so viele Leute da, aber macht nichts. Und wir wünschen uns einen Anruf. Schelka, ich kann jetzt nicht mehr sehen, wer da ist. Diese Liste ist hängt. Ich hier kriege, was geschieht dann? Will ich nichts von, nicht, dass ich jemanden da banne. Aha, ist schon, nee, die zweite, das sind wir ja. Ja, da jetzt alle geizig sind mit Anrufen, den Ruf folgen, ist mein Thema, unser Thema, es sei denn, du hast ein anderes Thema. Aha, das habe ich noch gar nicht gesehen. Das erste Mal, das war, als ich den Film Das letzte Einhorn bei unseren Freunden gesehen habe. Da war ich wohl so zwischen 7 und 8 Jahre alt. Und der Film hat mich schon damals berührt. Gut, du hättest einfach auch nur sagen können, scheiß Film oder sowas. Ja, den Film kenne ich auch, Dario. Aber du bist nicht das Letzte. Jetzt gibt es andere Einhörner, die freuen sich alle auf dich.
dass du sie auch sie wieder wach geküsst hast. Das kam ja auch in dem Film. Das ist ein Zeichentrickfilm. Kennst du den? Weiß ich jetzt nicht. Da geht es auch darum, dass die Einhörner befreit werden. Ne? Zum Schluss kamen die ja, glaube ich, alle aus dem Meer. Ja. Das waren dann alles, die ganzen Einhörner waren wieder befreit. Ja, mein erster Kongress war so zwei oder drei. Ne? Und da jetzt, ich lese das manchmal in den Kommentaren, bekennen sich auch andere zu dieser Einhornenergie. Ne? So, ich warne, wenn wir jetzt niemand anruft oder nicht interaktiv wird, das ist unser Zweck. Wir machen keine, wir bedienen nicht, manchmal schon mit vielen Themen, ne, wo jemand allein spricht oder Satsang oder das ist jetzt interaktiv. Das heißt, wir stehen zur Verfügung für Konversation, voneinander lernen. Wenn niemand sich meldet, dann gehen wir aus. Ich zähle bis eineinhalb. Da hat schon jemand sich gemeldet. Oh, nein, wow. Ich habe ja schon viel Einhörner entdeckt, beziehungsweise habe mich entdeckt. Erik ist Susanne. Julia Janssen. Also es gibt noch mehr Einhörner. Ja. Ja, das mit dem Einhorn ist schon ein Beispiel für den Ruffolgen. Ne? Ja. Also hier kann ich das einfach so einblenden, dann gehe ich auf Screen und dann blendet einfach auch das hier ein. Mhm. Kann ich auch 3D-Mix, zeigt uns. Und, oder 2D-Mix, hier unten und die Schrift oben. Mhm. Natürlich muss ich dann auf diese Seite bleiben, wenn ich wechsle, dann zeigt er was anderes. Ja. Das ist das hier. Dann gehe ich hier. Ich habe das aber nicht so gemacht. Also so schmal ist jetzt, meinst du? Ja, ja, ich habe das nur eine Reihe genommen. Nein, das ist verrutscht. Achso. Es hat sich einiges getan, ne, auf der Website hier. Ja. Jetzt ging das Telefon. Pronto, der Ruf folgen, wer bist du? Hallo? Hallo? Hallo, ja, wir hören dich. Hallo, wir hören dich. Wer ist da? Elke. Hi Elke. Ja, schön, dass du anrufst. Hallo. Schön. Wie sieht es bei dir aus mit den Ruffolgen? Könnte es ein bisschen lauter sein? Ich höre. Ja, hörst du nicht? Ich bin ja laut. Nein, ich höre dich nicht sehr laut. Okay, rufst du von, also ich, du siehst, ich bin direkt mit, ach so, ja, weil ich Lautsprecher eingeschaltet habe, ja. Okay. Ah, okay, da muss ich näher am Telefon, ja klar. Wenn ich Lautsprecher einschalte, dann schaltet das Mikro von dem Telefon um. Kannst du mich jetzt hören? Jetzt höre ich dich besser. Besser, okay, dann lege ich das auf. Gut. Ja, wie sieht es bei dir aus mit dem inneren Ruf oder was kannst du uns lehren? Ob ich überhaupt etwas lernen kann, das möchte ich beiseite lassen. Okay. Dass ich das kann. Ich kann vielleicht aus meiner Erfahrung etwas sagen, aber... Ist das Gleiche, ja. Ja. Bitte. Ja, was möchtest du denn wissen, weil ich das entdeckt habe, oder? Ja, wie ist bei dir, ja. Wie ist bei dir? Ich denke, wenn jeder seine Erfahrungen erzählt, dass wir voneinander lernen. Wie war es bei dir und wie war es bei dir? Ich bin glücklich dann. Ja, schön, wenn du glücklich bist. Das freu ich mich. Dann bist du jetzt schon glücklich. Ja. Ja, dann war schön. Ja, dann muss ich jetzt
Jahre zurückreisen. Du bist frei. Bitte? Du bist frei. Ja, ich bin jetzt schon. Ich wirklich sehr weit zurückreisen, weil als ich das entdeckt habe, konnte ich nichts mehr anders tun, als, ja, ich glaube, die einen nennen es den Ruf, die einen nennen es die innere Stimme, und ich nenne es, habe es auf meinem Lebensweg immer noch, und benenne es heute immer noch, den Zug. Den Zug? Zug. Den Zug. Es hat mich gezogen. Aha. Und ich setze mich dann auch in den Zug rein und dann gibt es keine Rückfahrt mehr. Aha. Ich habe das in einer Phase in meinem Leben, wo ich mit gar nichts einverstanden war, erfahren. Wo ich nicht mit dem einverstanden war, wie sich das Leben angefühlt hat, und ich entdeckte, dass ich das nicht bin und dass ich nur dem Gefühl, meinem Gefühl, folgen muss. Ich könnte sagen, es ist intuitiv oder es ist einfach das Fühlen. Und dieses Gefühl, weiß ich, das bin ich, das ist das Gefühl, wo ich sicher bin. Auch wenn alles andere um mich herum mental ganz anders ist, mental ganz was anderes spricht, es stört. Aber ich weiß, es ist mein Weg, es ist meine Stimme und ich bin in Frieden und ich bin glücklich. Ja, und da gab es dann kein Zurück mehr. Es ist wie eine... eine lebendige Meditation. Für mich sind zwei Sätze wichtig. Du hast gesagt, du konntest nicht anders. Ja. Und was ich für mich einfach auch ganz wichtig ist, du konntest auch anders, du hättest aber auch anders entscheiden können. Du hast nicht gewollt. Das war so stark. Ja, das ist, ich habe bis dahin anders entschieden. Ich konnte, wenn ich sage, ich konnte nicht anders, dann konnte ich nicht mehr so.
Aber du hast es entschieden, nicht mehr können zu wollen. Ich muss ein bisschen vielleicht von der Geschichte erzählen. Ob ich das entschieden habe, kann ich gar nicht so sagen. Das kann ich so nicht sagen, dass ich es entschieden habe. Ich habe damals entdeckt, dass es angenehme und unangenehme Gefühle gibt. Und dass ich den unangenehmen Gefühlen gar nicht viel Beachtung geschenkt habe. Die wurden aber dann so unangenehm in meiner Umgebung, dass ich mich gefragt habe, warum fühle ich so, woher kommt das? Und ich habe entdeckt, dass wenn meine wenn ich jetzt in der Gesellschaft war, wenn ich Mitmenschen hatte, dass es da verstärkt war. Ich wusste aber nicht. Ich hatte kein Wissen, warum das so ist, sondern mich hat es gepackt und ich war durchdrungen von diesem Gefühl, wo ich manchmal neben mir stand. Ich hatte keinen, dass ich sagen konnte, oh, der ist es oder der ist es, sondern ich fühlte es in mir. Ich bin vom Spiegel gegangen, also Badezimmerspiegel, habe diesen Körper angeguckt, habe reingeguckt und habe gesagt, es fühlt sich so unangenehm an. Bin ich das? Kann ich das sein? Ich kann das nicht mehr unterscheiden, aber es ist in mir. Dieses in mir sprach, nein, das bist du nicht. Jetzt stand ich aber zum Teil vom Weg. Das hat mir gut getan, dass ich dieses Spiegelbild, mein eigenes Spiegelbild hatte. Ich wusste nicht, woher und warum das so ist. Kam immer wieder. Es gab keinen Tag und der Tag war lang und es gab mehr von diesen Gefühlen als von den angenehmen. Und dann habe ich immer wieder, ich habe den Spiegel gehabt, ich habe gefragt, wozu ist das? Warum fühle ich das? Und lehrte mich mein Inneres, ich fühle jeden anderen in meiner Umgebung. Die Wahrnehmung. Und dann habe ich aber gesagt, ja gut, wenn ich die anderen fühle, was habe ich jetzt davon? Habe ich das auch? Also wenn, dann interessiert mich das. Es ist an meinem Körper, in meinem Körper, wozu? Dann habe ich diese Emotionen in mir entdeckt. Ich habe bei jedem Du, dem ich begegnet bin, gefragt, habe ich das auch? Und dann habe ich angefangen, diese Emotionen zu hinterfragen. Habe, dass ich das nicht bin, dass ich hier auf die Erde gekommen bin, frei von diesem, ich es aber angenommen, übernommen habe und es als mich gedacht habe. Aber das bin ich nicht. Und habe das dann als eine Gabe, weil ich mir als Kind schon gewünscht habe, ich möchte so gerne fühlen, was die anderen fühlen. Weil ich weiß nicht, warum die Menschen
ärgerlich sind, warum die Menschen, und dieses habe ich ja als Kind erlebt und ich wusste nicht warum, und wenn ich das nur fühlen könnte, dann würde ich das vielleicht wissen, habe ich mir so, habe ich mich dann erinnert, dass ich mir das mal so gewünscht habe. Ja, und so ist der Wunsch auf eine Art und Weise auch erfüllt gewesen, dass ich das Emotionale und das Mentale ja als ein Geschenk, eine Gabe bekommen habe, ja, wo ich fühlen tiefer sehen kann und ich nur dem gefolgt bin, was ich bin, das bereinigt habe, wo es versteckt war, wo ich nicht frei war, weil diese Emotionen, die ich angelernt habe, in denen war ich nicht frei. Und so habe ich diese Befreiung sozusagen gelernt. In jedem Du habe ich mich erkannt. Und ich war so dankbar, dass es dann doch eine, ja, dieser Weg war, dass ich mich in jedem Du erkennen konnte, das, was ich bin. Und dass ich auch jedes Du sehen kann, was er ist und was er nicht ist. Also diese Gabe, ich sehe es als Gabe, ich habe es als Dank angenommen. Und dieses habe ich als Geschenk, das ich hier auf der Erde auch weitergebe. Und dem Ruf zu folgen, habe ich auch gelernt, es ist nicht nur etwas Schönes zu folgen. Es ist für meine äußere Umgebung erschreckend gewesen, weil Schelka, tu das nicht. Viele Menschen hätten mir abgeraten, manche Sachen zu tun. Und ich dankbar bin, dass ich es getan habe. Das individuell hat jeder seinen Ruf. Und wenn man dem Ruf nicht folgt, dann hat man nicht die Erfüllung. Es fühlt sich nicht an. Es kann sein, man geht einen Weg, so wie Einhorn geschrieben hat, der Armut. Das ist nicht der Weg der Armut. Das haben wir auch vorgefunden. Aber da kann ich etwas geben, da kann ich etwas entdecken, da erfahre ich etwas, ich folge dem Ruf, ich habe doch etwas zu geben. Also wenn ich vom Ich rede, dann rede ich nicht nur von mir allein. Aber dann ist auch das Vertrauen da. Da gibt es nicht zu denken, ich tue das nicht, sondern das ist intuitiv. Ja, das tue ich. Da gibt es kein Zwei. Da gibt es nur ein Ja. Und das ist auch keine Erwartung, sondern ich gehe den Weg, ich folge dem Ruf, egal wie es für andere äußerlich aussehen mag. Und was ich tue, ich persönlich schweige, ich sage das nicht jedem. Es gibt so viele Aufpasser um mich herum dann, die mich aufhalten würden wollen. Das habe ich gelernt. Also ich hab so als Kind gelebt, dass man sehr gern auf mich aufgepasst hat, tu das nicht und jenes nicht. Und dann, als ich das nicht mehr befolgt habe, sondern nur meinem Ruf gefolgt bin, keiner hat gewusst.
manchmal sieht das gefährlich oft aus. Dem Ruf zu folgen ist Risiko. Aber ein schönes. Ach, du hast, wenn ich darf, was Schönes gesagt. Erfüllung, es fühlt sich. Wenn man der Ruf folgt, fühlt es sich. Ja. Und das, ja, das kann man nur selbst wissen. Das kann man nicht auf jemanden übertragen oder sagen, mach das. Die Erfahrung in der Art und Weise. Das ist ja auch Selbsterkennen, das ist Selbsterkenntnis, sich selbst zu kennen. Zum Beispiel, wenn ich etwas will, wenn ich Ja sage, dann ist das egal, wie das aussieht. Und wenn ich Nein sage, dann ist das auch in Ordnung. Auch wenn es nicht vielleicht in der Persönlichkeit, wenn mich vielleicht jemand mir irgendetwas, was soll ich sagen, dadurch etwas wegnehmen will oder ja, ich bekomme dafür etwas weniger oder jemand möchte mich strafen oder sonstiges, das ist, und dennoch mache ich es nicht. Also wenn von außen etwas kommt, was scheinbar gefährlich ist auch und du kommst jetzt da nicht durch, du hast weniger Geld, deswegen, ich kann gar nicht anders. Ich sag trotzdem nein. Und meine Umwelt sagt, hey, die spinnt. Du brauchst du bloß das machen. Nein, nein, das ist etwas, was nicht geht. Das ist etwas, was ich in meinem Inneren nicht antun kann. Ich kann nicht gegen diese Stimme, ich kann nicht gegen mein wahres Ich. Das ist dieses ich kann nicht, ich kann nicht, weil ich etwas nicht kann, sondern ich kann es wirklich nicht, weil ich fühle mich, ich weiß es, ich kenne es und dann kann ich es nicht. Dann kann das verrückt erscheinen, wenn man das, glaube ich, erzählt. Oder, aber das ist alles egal. Das ist alles unwichtig, wie das Äußere einen sehen kann. Oder mental bewerten würde. Ja, so wie du es sagst, es ist absolut verständlich, total verständlich. Das ist, deswegen ist für mich wichtig, dass man auch andere Stimme hört, bin ich dir sehr dankbar, dass jemand das auch anders sagt, weil den gleichen Satz von jemand anderem hat nicht diese Tiefe, die er sagt, wenn du es sagst. Und die Art, wie du es sagst, ist unmissverständlich, weil du das auch total lebst. Und auch wenn wir viele Kompromisse machen würden, hier und da, wenn man dich hört und wenn man dich fühlt, dann bekommt man ein bisschen mehr Kraft zu sagen, nein. Ja, das Nein ist so wichtig. Ein Nein zu etwas in der Umgebung oder außen ist ein Ja zu mir. Das war für mich ein sehr wichtiges zu lernen. Sehr wichtig. Also diese Art der Entwicklung ging bei mir in 16, 17 Jahren los. Und das richtige Nein hat dann 10 Jahre gedauert. Also dieser Weg, dieses Ruf so zu sehen und zu folgen, und dieses Nein hat ein Herzbeben
sehr viel Power. Ja. Es war sehr viel Power da, aber ich dachte, es hat auch sehr viel, das hat mich so irdisch gekostet, um nicht zu trauen, Nein zu sagen, aber dieses Nein, ein freies Nein. In einer Situation dazustehen und zu sagen, ja, das denkst du jetzt so, aber nein, ich tue es nicht. Und das sind sicher bei vielen Menschen gibt es Situationen, wo man sich mit dem noch gar nicht richtig befreit hat. Wo man vieles macht aus Kompromiss. Wo man vieles macht, weil man dem auf den Weg gehen will. Nein, man kennt das nicht. Man hat oft Angst, nur weil man nicht Nein sagen. Ich glaube. Und dieses Trauen ist Vertrauen in dem, ja, in mich. In das Wahre, das ich bin, indem ich das erkenne. Und das hat also für mich, war das eine Befreiung. Für mich war das, ja, eine Kraftbefreiung. Aber auch die Erkenntnis, dass ich mich nicht getraut habe. Dass da etwas war, von dem scheinbar lauten, dass ich Angst hatte. Erst habe ich das ja gar nicht gewusst. Und durch dieses Nein ist mein Ja so verstärkt. So verstärkt gewesen. Ein Ja und ein Nein ist ein Nein. Und das Nein ist gegen keinen im Außen, ist nicht gegen mich. Und das ist ein Ja. Also das Nein ist auch gleichzeitig ein Ja. Gut, dann stelle ich eine Frage. Ja, du kannst Ja oder Nein sagen, ja? Ist okay? Ich stelle eine Frage und dann kannst du jetzt Ja oder Nein sagen. Hörst du mich? Hör dich. Okay. Gut. So, mein Wunsch ist es, dich einfach auch zu sehen. Ich wünsche mir, dass dir zum Beispiel Herbert, habe ich eine Kamera gegeben, die ist sehr gut, dass du diese Kamera gibst und dass du auf Sendung gehst. Denn ich finde den direkten Weg viel schöner. Dann kann ich mich ja auch hinlehnen und dann muss ich nicht immer hier Mikro halten. Sagst du ja oder nein? Und dann können wir dich auch sehen. Na, ich will einfach auch nichts deine Schönheit meiner Freunde enthalten. Also, das ist jetzt weißt du, aber das kommt jetzt von dir, Cheat. Naja, ich weiß, dass es von mir kommt. Ja, das ist gut. Ich meine, du siehst mich ja auch nicht. Ja, aber du hast jetzt gesagt, man kann die Frage stellen, du kannst Ja oder Nein sagen. Ne? Ja, du hast mich das jetzt erstmal gefragt. Das hat ja nicht etwas mit Ja oder Nein zu tun. Wenn ich dem Ruf jetzt folge und sage Ja, also wenn ich dem Ruf gefolgt wäre, dann hätte ich dich heute Nachmittag schon angerufen. Ich war heute zum Beispiel schon ganz Tag dich an, also Nachmittag dich anzurufen. Mhm.
Da hatte ich heute viele Beratungen, da kann man morgen machen. Es ruft mich morgen. Ah, nee, morgen fahre ich ja nach Leipzig, ne? Fahre mal ja nach Leipzig. Ja. Ja, das wäre auch heute gewesen und jetzt am Abend wundert mich das gar nicht. Das heißt, du könntest nicht einen Termin machen oder sowas. Ein Termin? Ja. Da? Ich bin da. Weit weg? Oder wir sind da. Du bist so weit weg und ihr seid so ruhig und leise. Ja, das ist einfach, ich habe nicht dran gedacht. Ich könnte dann einfach das über Skype, dann wäre das einfach auch ein bisschen lauter. Weil wenn ich Lauthörer anmache, dann schaltet das äußere Mikrofon dieser Telefon. Und der ist ja leise. Ne? Hier ist ein altes Gerät hier. Ne? Hörst du mich jetzt? Ich höre dich. Ich mache die Augen. Du, mein Computer ist aus. Ich habe die Augen. Ah, du siehst uns nicht, wie schön wir sind. Ich weiß, dass ihr schön seid. Ich mit meinen Augen die Schönheit sehen. Du hast dich ja schön gemacht. Das habe ich schon gesehen. Hast du gesehen. Weil deine wilde Frisur mir noch ein bisschen mehr zugesagt hat. Echt? Ja. Ah. Ich mag das Wilde. Ja, aber das sieht ja richtig... naja, okay, ich höre die Kommentare von anderen, aber natürlich, ich folge meinem Ruf, aber das habe ich jetzt gerne gemacht. Das war einfach Wertschätzung für uns alle. Ja. Ja. Gut, okay. Das heißt, ich rufe dich, auf Sendung zu gehen. Und du kannst ja oder nein sagen. Das heißt, mein Computer muss funktionieren, dass ich auf Sendung gehe. Ja. Was möchtest du? Welche Sendung möchtest du von mir? Ja, dass du an den Abend deinem Ruf folgst. Und einfach, es ist einfach schön. Ich will auch mal genießen, und dich genießen. So wie jetzt im Moment sowieso die anderen Abende auch mit Angelika oder Danny oder Gerd oder so. Für mich ist anstrengend, dieses Technische. Ne? Ich möchte einfach auch mal, dass wenn du auf Sendung gehst, dann schenkst du und gesehen werden, ja klar. Ach, du lieber Gott. Ja, der liebe Gott ist auch da, ja. Ja, der ist immer da. Ja, wieso immer ich, ne? Es gibt mehrere Schönen auf diesem Planet. Und wie nennst du dann die Sendung? Allah, ich hatte erstmal nicht verstanden, dass du es bist. Dann hatte ich verstanden, Erika oder so, oder Elke oder so. Ja, okay. Allah Schelka. Ist ja egal, du schenkst einfach das, was deine Anwesenheit ist. Das ist eine Meditation für uns, Punkt. Egal, was du machst, du kannst auch... Aber hast du dir schon überlegt, ja, was deine Anwesenheit in genau das bringt, dass deine Fragen genau diese Antworten oder dass ich darüber spreche, das kommt nur, weil du auch so richtig. Wenn ich dann aber hier stehe von nichts, weiß ich nicht, ob... Auf den Trick falle ich nicht rein, ja? Das kannst du auch. Du weißt es, wie ich in der Sendung war. Ich habe da nicht unbedingt was zu sagen. Wenn du spürst die Anwesenheit der anderen, dann kommt es schon. Das heißt, das, was ich kann, fühlen Worte oder Symbole für den Tag. Wenn du dann da bist, dann geschieht das einfach auch mit dir. Ist egal, was du. Für mich ist es einfach eine Dimension, wo, so wie wenn du in der Küche wärst oder beim Schiff uns rumführst oder
draußen beim Wandern, dass man einfach auch mit dir ist, egal was und wie. Und mit dir zu sein, das ist auch schön. Punkt. Also ich kann dir jetzt nicht sofort zusagen, aber was ich gerne tun würde, ist, ich würde dich gerne sehen. Ich habe auch schon mit Sabine geschrieben, ich würde euch gerne sehen. Also ich brauche auch die lebendige Verbindung. Nicht nur über die Technik, sondern live. Wir sind in 3 Wochen, du bist schon eingetragen in München. Du bist schon als Referent. Ich weiß, ich rede ja auch davon. Also schön. Das würde ich gerne tun. Da ist der Ruf ist jetzt eher für das da, als jetzt für eine Sendung. Wobei ich noch nicht fertig bin mit meinem Computer. Okay. Dass ich das auch so kann, dass ich mich auf diese Technik verlassen kann. Okay, das mache ich. Ich mache Regie von hier. Gut. Und ich verdiene dann auch Geld. Ja, du, ich verdiene kein Geld so. Ich muss Geld verdienen, um das machen zu können. Ja, verdienen, so nennt man das hier auf der Erde, sonst versteht es überhaupt keiner. Wenn ich nicht sage verdienen, dann gibt es keinen, der dienen will und zahlen will oder geben will. Oder ich bin gerade dabei, wirklich diese irdische Sprache auch zu benutzen. Okay. Weil das entfernt sich alles so wie Einhorn schreibt. Irgendwie, ja, bist du dann der Einhorn? Bist du irgendwo aus einem Märchenbuch? Und ein Einhorn braucht doch nicht Geld. Hast du schon mal ein Einhorn gesehen, das Geld braucht? Ja, der Dario. Der braucht ja ständig nach Geld. Ja, wir sind wie in einer Märchenwelt. Wir sind alle so Licht und wir sind so besonders. Da gibt es aber kein Geld. Ja. Wir sind auf der Erde, wir wollen und wir brauchen das Geld, können noch so viel erzählen, was sich alles ändern wird. Ja, wann denn bitte sehr? Ja, klar, da bin ich deiner Meinung. Oder was willst du damit sagen? Ja, ich will sagen, wir sind hier auf der Erde, wir müssen die irdische Sprache benutzen, um aus diesem, was der Dario, mir ist jetzt sehr der Dario präsent, mit seinem Armut, dass wir auch, dass wir das auch wollen und nicht auf etwas, irgendein Geld etwas verändern wollen und immer weniger. Ja, Dario schreibt, er hat ständig Hunger und muss was zu essen kaufen. Ja. Ach so, als Einhorn. Und Alexander, ich finde das super, dass wir in einem Land leben, wo man auf das Innere dich hören kann und nicht zum Beispiel in China. Meldigit, ich habe gerade bei deinem Satz 2 Lungenflügel gesehen. Schön. Alexander, heute interaktive Sendung mit Jit und Sabine. Also Sabine, du siehst heute irgendwie anders aus. Also mit S beginnt. Mit Bart. Mit Bart, ja. Wo ist Sabine? Sabine ist zu Hause. Okay. Sie ist mit uns. Ja, Alexander schreibt, du könntest auf Lichtnahrung umsteigen. Okay. Ich glaube, er meint nicht dich, sondern Dario, weil er ständig, ja. Aber weißt du was, jetzt komme ich hier, könntest du auf Lichtnahrung umsteigen. Gibt es schon Lichtgeld? Ja klar. Haben wir noch nicht gehabt. Haben wir noch nicht gehabt, nein. Na schon, irgendwie schon, ne? Ja. Ich produziere es gerade. Ja. Das Neue. Ja, ist was Neues, das hast du richtig gefühlt, ja. Ja, Ajit. Okay, dann wir können einfach auch so machen, weil ich richte das, ich muss das immer, über Skype muss ich immer vieles umstellen, damit es kein, ich habe hier 14 Mikroeinstellungsmöglichkeiten, dann können wir das, kann ich dich einfach auch etwas verbinden. Weil ich habe jetzt im Moment nicht so große Lust, irgendwelche Themen anzufangen. Ja. Heute ist eben Sven da und es ist einfach auch gekommen. Aber ich habe keinen Bock, Sachen allein zu machen. Ne? Ja. Da freue ich mich, dass die Abende einigermaßen voll sind, weil wir ziehen ja einfach auch um und so weiter. Ja, und ja. Wir machen die neue Webseite. Ne? Können wir gerne das für dich auch machen.
eine neue Webseite, dann hast du eine eigene Webseite, sag, kommt ja oder nein? Jetzt kommt gar nichts. Jetzt hab ich bin jetzt immer noch bei dem Thema. Ich bin jetzt bei dir, Jeet. Okay. Folgst du deinem Ruf? Ich? Ja. Wenn ich ein Bier... Du immer deiner Stimme und deinem Ruf? Nein, wenn ich ein Bier trinken will, das folge ich. Zigarette auch. Und bin schon sparsam damit, nicht erfüllend. Aber ich bin dabei. Ich bin sehr, sehr dabei. Und der Sven? Hä? Sven? Ja. Ich bin auch dabei. Das sind alle dabei. Ja, wie? Hört ihr das oder fühlt ihr das oder beachtet ihr das? Ja, immer alle 3 Sekunden, alle dreimal am Tag kommt 3 Sekunden ein Ruf. Den höre ich schon, ne? Und dann legst du wieder auf. Nee, aber das passiert einfach. Also immer öfter. Wenn ich laufe, wenn ich... Wir vergessen das immer. Oder wenn wir dem Ruf folgen, dann kommen Sachen hoch, ne? Die wir unerledigt haben. Wer will das schon? Wie war es bei dir? Hat es wehgetan? Dem Ruf zu folgen? Ja. Na, ganz im Gegenteil. Also als ich dieses entdeckt habe, dann konnte ich nicht mehr davon lassen. Und du machst es 24 Stunden? Das weiß ich nicht, ob ich... Ja, sag mal so, wie ich es entdeckt habe, da konnte ich gar nichts anderes als dem zu folgen. Ich war so in dem... in der Freude. Und die Freude ist immer mehr gewachsen, weil ich das war, weil es nicht mehr etwas war, was ich nicht wollte, sondern weil genau das wollte ich. Indem ich das entdeckt habe, konnte ich nicht mehr von mir lassen. Das ist sowas wie was Freudiges in mir passiert, dass ich genau dem gefolgt bin, dass ich dem auch danke. Jedes Mal immer Danke gesagt habe. Das ist jetzt so in Fleisch und Blut übergegangen. Dass ich gar nicht anders kann. Also so sage ich das, ich kann ja nicht anders. Aber okay, aber das war eine vorbereitete Öffnung. Das war eine Öffnung, wo du dich schon lang vorbereitet hattest, was einfach auch geschieht. Das ist was anderes. Ich denke, dass für uns oder für Menschen, okay, wenn man sich vorbereitet, dann geschieht, jetzt habe ich es bestellt, ich habe mich vorbereitet, es geht auf. Aber immer, wenn man mit den täglichen einfach oder ja, in die alte Welt ist oder in der Dualität, dass es schon eine Überwindung ist, diese Entscheidungen zu treffen. Jede Sekunde, oh, jetzt bin ich bei mir, da bin ich wieder raus. Ne? Ja, sag mal so, für mich war es mehr der Schmerz, was ich gelebt habe, dass für mich die Befreiung, es war die Befreiung davon. Vielleicht kennst du das so nicht, vielleicht tut es nicht genug weh. Also das ist ja jetzt kein körperlicher Schmerz in dem Sinne, aber es ist ein Schmerz. Weißt du, das ist etwas gewesen für mich, wo der Durchbruch kam, wo ich nicht, ich wollte nicht mehr, ich wollte diese Arbeit nicht mehr, ich wollte, aber ich musste es sagen. Und zwar nicht gegen jemanden, sondern es ist für mich. Ja, aber so es wie ich das... Es war aber eine Lage, es war eine Situation, ich glaube, wo man gefühlsmäßig davon weglaufen möchte, aber ich konnte nicht weglaufen. Aber das war eine bestellte Öffnung, das war eine Öffnung,
worauf du dich 2000 Jahre vorbereitet hattest, was du bestellt hattest. Und natürlich ist es dann plötzlich, dann öffnet sich, ist unumkehrbar, du bist bei dir, die Ruhe ist da und du weißt ganz genau, was du tust. Ne? Ja, aber das können wir nicht auf anderen das übertragen. Das ist eine Schocksituation auch gewesen, was nochmal? Ich erlebt habe. Nochmal? Also du sagst, wie ich mich da scheinbar vorbereitet habe, das ist aus dem heiteren Himmel gekommen und das war alles andere als schön. Und genau aus diesem Nicht-Schönen habe ich dann das ja entdeckt. Also das war dann eine Freude für mich, das so zu entdecken. Und hast du das Gefühl, dass es auf irgendwas gerichtet ist? Hast du das Gefühl, dass dieses Gefühl, was du da erlebt hast, dass das auf etwas gerichtet ist? Auf etwas gerichtet? Ja. Dieses Gefühl, wenn ich jetzt so zurückdenke, dann ist es, ich kann es heute so erklären, das ist wie nur Kraft und vielleicht war es zum Teil mit Angst, aber als es dann, als die Befreiung war, dann war keine Angst mehr da. Also als ich mich dies getraut habe. Fühlst du dich sicher dadurch? Ja? Fühlst du dich sicherer dadurch? Ich kann das so erklären. Ich habe bis dahin, aber ich brav. Bis zu einem Punkt in diesem Leben war ich brav, wo mich das nicht gestört hat. Brav im Sinne von konditioniert? Wo ich kein Gefühl hatte, ich will jetzt Nein sagen. Dann hat sich die Situation geändert. Und ich konnte nicht mehr Ja sagen. War zwar woanders, aber da ist es mir dann aufgefallen. Mir ist aufgefallen, dass ein Wille in mir war, der sagte, ich will das nicht. Weil ich später dann eben erkannte, das bin ich ja gar nicht. Das habe ich angelernt und das hat sich sowas angefühlt, wie wenn ich, ja, ich habe das als mich gesehen, aber das war nicht ich. Ich wusste nur nicht, woher kommt das? Aber eben, du hast gefragt, wie es bei uns ist. Das ist was anderes. Wenn ich mich vorbereite, dann ist eine Öffnung da und dann bin ich drin. Ne? Nur eben, was für mich immer wichtig ist, auch für meine Freunde, ist einfach zu sagen, okay, also für mich ist es immer zwischendurch, tagsüber, folge ich immer mehr, dass ich in die Stille gehe. Sven macht das mit morgens, ich denke tagsüber auch, jeder seine Riten. Und also ich helfe mir einfach dadurch, dass ich sage, ich kann es jeder Moment entscheiden, mich zu folgen. Aber bei dir ist einfach auch geschehen, das ist, ich denke, was anderes. Ja, bei mir ist das so da, ich sag mal so im alltäglichen Leben, es ist, ich muss dafür nichts tun. Also es ist immer da. Ich bin so, ja, ich bin so, ich lebe so. Also du nimmst es wahr. Und das. Also ich überlege da gar nicht. Also ich bin nicht zwischen etwas, ich bin nicht zwischen zwei. Da gibt es eigentlich gar nichts zu entscheiden. Das Wissen ist da, das ist gar nicht zum Nachdenken. Ich kann immer nur sagen, ja, ich bin so, das bin ich. Ohne, ja, so ein Gespräch in mir.
ich tue es vielleicht so Sachen, die nicht, ja, die sind nicht logisch. Also für andere Menschen, die das nicht kennen, ist das alles nicht logisch, wie ich bin. Und ich glaube, dass das so ist, dass nichts logisch ist, dass die Liebe ist nicht logisch, das ist das Intuitive, es ist nicht logisch. Warum ein Nichtschwimmer in Notsituationen jemanden retten kann aus dem Wasser, das ist nicht logisch. Ja, logisch bedeutet eigentlich auch was anderes, ne? Ja. Logos ist das Wort, ist das Gotteswort, ne? Ist nicht was, was übersetzt wurde. Ne? Ja, ja, es kann, man kann es nicht erklären. Es gibt nichts dafür, dass das jetzt, nur weil es bei mir so ist, auch bei jemand anders so ist. Und ich denke, das hat, jeder hat es auf individuelle Art. Und wenn jeder so individuell, so ungetrennt das tut, weil ich kann ja auch jeden gut annehmen, wie er ist. Für mich gibt es kein drüber nachdenken, warum der andere so ist. Und wenn ich mir jetzt das alles im Ganzen so vorstelle, wenn alles Menschen so wären, dann wäre das so, ja, jeder wird jeden annehmen, alles wäre angenommen. Es müsste nicht jeder verstehen wollen. Es wäre einfach da. Das, was da ist, ist da. Ja, aber so wie du das sagst, das können die Leute nur annehmen. Ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn du das so sagst, dass jemand sagen kann, ist unlogisch. Das könnte ich mir nicht vorstellen. Du hast ja absolut die Autorität, das zu sagen. Kommt ja, die Menschen wollen, dass ich ihnen dann erkläre, weil ja, meistens sollte das Gefühl oder dass mein Gefühl damit einfach übereinstimmen, was ich. Ja, und oft ist ja so, dass wenn Menschen in solchen Situationen sind, dass wirklich die Angst da ist, auch, naja, wenn ich das mache, es ist immer so, wenn ich das mache, geschieht das. Das gibt es nicht, was dann geschieht. Es gibt kein Schauen, oh, ich mache jetzt das, Ursache, Wirkung, das ist nicht da. Es gibt keinen Grund für, weil ich jetzt das mache, wird das geschehen. Weil das Gefühl, in dem ich bin, das ist die Erfüllung. Das erfüllt mich, so zu sein, wie ich bin in dem Moment. So zu sein, dich so zu nehmen, wie du bist, dich so zu, sag ich mal, mögen, lieben, wie man das auch nennen mag. Da gibt es kein Wort dafür. Mein Gefühl für das Ganze ist viel stärker als jedes gesprochene Wort. Und deswegen spreche ich lieber nicht. Ich spreche so oft lieber nicht, weil ich so durchdrungen bin von dem, weil es kein Wort dafür gibt, was ist das, in dieser Intensität überhaupt sagen. Ja, ich denke, du bräuchtest du mit dieser Autorität, ist egal, was du sagst. Das ist einfach, das kann man nicht in Frage stellen, oder? Wie ist es bei dir, Sven? Nein. Ja, also wenn ich das höre, dann ich spüre ähnliche Situationen auch, wo einfach das da ist und ich bezeichne das mal wieder als Berufung. Ja, also dem Ruf folgen, berufen, sein. Und diese Stimme, die kommt einfach von innen. Und dann, so okay, wie du das eben auch sagst, da gibt es kein richtig, kein falsch. Man, ja, man kriegt einfach die Antwort oder die Aufgabe oder ja. Und man kriegt einfach so einen inneren Befehl, einfach das zu tun. Und man weiß in dem Moment, es ist genau das Einzige, was man tun konnte. Genau. Ja. Genau, das tue ich. Nichts anderes. Es gibt nichts anderes. Und das bezeichne ich als Berufung. So, wie es übersetzt wird, das ist so der eine Wille. Es gibt nicht zwei. Da ist keiner, der sagt, tu es nicht oder tu das. Und das ist dem Folgen, einfach dem Gefühl. Aber was ich nicht verstehe, ist, wenn du Leute triffst, mit denen du darüber das erklären sollst. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn ich das erklären, es ist
selten, dass ich das erkläre. Die Menschen wollen wissen, warum ich so bin, wie ich bin, warum ich so rede, wie ich bin, weil scheinbar... Eben, aber ich kann mir nicht die Situation... Ich wäre so selten. So etwas gibt es nicht. Ich kann mir die Situation nicht vorstellen, dass jemand dich fragt, warum redest du so? Weil so wie du redest, da gibt es keine Frage. Weißt du, Menschen sagen schon, weil sie sagen, ich möchte auch gerne vielleicht dahin kommen. Und weil aber du sie nicht unterrichtest, dann fragen sie dich. Und die Worte, die... Ja, ich kann sie ja nur so wiedergeben, wie sie in mir, nach meinem Gefühl, nach dem Erfahrenen, ich ja nicht nach etwas, was ich von außen bekommen habe. Ja, was mir bloß eben auffällt, ist, du redest von deinen Gefühlen und das stark in dir spürt, aber ich denke, wenn das ein Ruf ist, dem du folgst, oder ich bezeichne es als Berufung, dann muss es auf irgendwas gerichtet sein. Wenn das Gefühl... Gerichtet, das bitte? Ich zum Beispiel gar nicht. Sag's nochmal bitte. Was meinst du mit gerichtet? Auf was gerichtet? Also wenn ich so ein Gefühl habe, dass ich jetzt völlig in mir und zugleich auf dieser Welt bin, um etwas zu tun, zum Beispiel um Nein zu sagen oder um Ja zu sagen oder was auch immer, dann weiß ich auch, dann spüre ich in dem Moment genau, dass es auf etwas gerichtet ist. Dass ich das nicht für mich tue, sondern dass ich in einem großen Ganzen... Dass ich es aus mir heraus tue. Ja. Ja, das ist gerichtet. Ich kann es vielleicht so sagen. Ich tue es dann, weil ich es gern tue, weil ich es in Liebe tue oder aus Liebe. Also ja, wenn ich das jetzt so sage, nicht einmal diesen Gedanken habe ich. Ich habe keinen Gedanken dabei, sondern ich gehe da völlig auf. Ich tue das einfach, weil ich es tue und es ist, ja, ich kann sagen, es ist so erfüllend. Es tut mir gut, es zu tun. Dann kannst du dir vorstellen, dass in dem Moment, wenn du das tust, was du da tust, dass du auch anderen damit einen Gefallen tust. Ja. Ja, und das ist, das Gerichtetsein, meine ich. Ja, auch mit anderen zusammen. Und das ist das Gerichtetsein. Also du tust das nicht für dich, sondern du tust das für mich. Du tust es für die anderen. Für? Ja, du tust es für die anderen, weil also mit denen du verbunden bist. Ich mache das jetzt extra für die anderen. Für mich hat sich das alles aufgelöst. Das habe ich auch auf dem Weg gehabt, dass ich auch für den ganzen Planeten, für Mitmenschen, dass ich das tue. Aber ich habe nicht mehr, ich habe überhaupt nicht mehr dieses, ich tue es für jemanden. Hat sich das alles aufgehört, dass ich irgendetwas für jemanden tue. Es ist vielleicht so, ich bin's in dem Moment, weil ich es gerne tue, weil ich das ja liebend gerne tue. Ja, du bist doch aber in dem Moment immer verbunden. Du bist doch in jedem Moment mit anderen verbunden. Und in dem Moment, wo du etwas tust, tust du es doch auch für die anderen mit. Ja, aber es ist nicht mehr so, dass ich denke, ich tue es für jemanden. Also mich hat sich selber überrascht, dass das alles aufgehört hat, dass ich überhaupt für jemanden etwas tue. Ich bin gerne für andere Menschen da. Ich bin gerne mit meiner Gabe da. Und es ist nicht mehr auf eine Richtung. Ich sage so, ich kann vieles. Und es ist egal, ob, wenn du mich jetzt einladen würdest, wenn ich jetzt bei dir wäre und der Keller müsste aufgeräumt werden, dann gehe ich mit dir in den Keller und wir machen den Keller und wir sind ganz glücklich bei dem Keller aufräumen. Hm. Also das hat nicht immer nur so erfüllt, denn es ist von Freude, es ist egal, es ist keine Leistung, es ist kein Tun, kein Machen. Hm. In dem Sinn für etwas.
für jemanden. Also dieses, ich glaube, dass dieses Tun einfach, ja, indem ich einfach so bin, ohne das Nachdenken, was ich da tue. Und das kommt automatisch. Ich sage ja, gut. Das kommt nicht, weil ich jetzt drüber nachdenke, weil das könnte jetzt gut sein. Und wenn das Nein kommt, das ist dann auch nichts anderes als das Ja. Weil dann ist es ja nur nicht stimmig für jemanden, der eine Erklärung braucht, ja, aber normal braucht es da auch keine Erklärung. Eine Erklärung braucht es nicht, aber Mitteilung schon. Du kommunizierst es ja jetzt ebenfalls, du redest ja jetzt ebenfalls drüber. Also diese Dinge müssen schon mitgeteilt werden. Ja. Aber nicht erklärt. Ja, ohne euch hätte ich jetzt gar nicht, würde ich das ganz mitteilen. Ja. Auf diese Art und Weise. Irgendetwas stimmt mit dir nicht, Schelke. Ja, Gigi. Das habe ich schon oft gehört. Das habe ich schon oft gehört, ja. Irgendetwas. Aber sagen kann es mir auch keiner, was das irgendetwas ist. Ja, aber eben was mich wundert, ist, wenn du in solche Situationen kommst, weil grundsätzlich, was mich betrifft, wenn ich im Handel bin, ich stelle mich nie in der Situation, wo mir jemand sowas sagen kann. Es passiert manchmal, wenn jemand Grenzen überschreitet, ne? Aber kann ich immer entscheiden, spiele ich mit oder spiele ich nicht mit. Deswegen ist für mich einfach diese Haltung des Schenken, ich stehe zur Verfügung für alle, die möchten, und ich schenke meine Anwesenheit um diese Uhrzeit, oder in diese Form, weil ich das einfach auch tue, so aktiv, dann komme ich auch nie in die Situation, wo mich jemand sowas fragen würde. Da eben nur in Zwangssituationen oder wenn ich jemanden nicht gebeten habe und sagt mir die Meinung von mir, dann sage ich, kostet etwas, wenn ich dir zuhören soll. Oder ich habe dich nicht darum gebeten, oder ist nicht die Art, erzähle mir was von dir, ich erzähle dir was von mir, unsere Erfahrungen, und dann ist jeder ein Segen, ne? Aber nicht Grenzen überschreiten. Ja, ich sehe das vielleicht auch gar nicht so. Es gab schon, natürlich gab es das in der Vergangenheit, dass ja, kann man denn überhaupt so sein? Kann man denn überhaupt so sein, wie du bist? Also, mir wurden also ganz ehrlich so Fragen gestellt wie, wenn man dich kennenlernt, dann glaubt man auch an Außerirdische. Also, dann glaubt man nicht, dann weiß man es. Hat irgendetwas Außerirdisches. Und ich sag, hallo? Ein Außerirdischer kann nun Außerirdischen erkennen. Ja. Also ich verstehe es jetzt zum Beispiel, das mache ich mir gar keine Mühe, das zu verstehen. Es ist für mich sowieso kein Problem. Braucht man nur in den Spiegel zu schauen, ne? Ja, genau. Ja, genau, für mich ist das so einfach. Und ich weiß es nicht. Ich weiß jetzt nicht, was bei mir jetzt so anders wäre. Jeder hat so seine Andersartigkeit. Ich wüsste jetzt nicht, ich fühle mich eigentlich sehr irdisch, sehr alltäglich, sehr normal. Ja. Ja, klar. Vielleicht jetzt nicht nach der DIN-A-Form, nach der Norm, wie, aber darüber brauche ich auch gar nicht reden, und mit euch brauche ich auch da gar nicht darüber reden. Und also das ist so, als ob ich das alles schon gelebt habe und ich überhaupt keine Lust habe, dieses immer wieder hochzubringen, dieses was ist normal und was ist das und was ist jenes. Ich habe schon als Kind nicht so viel und so gern geredet.
Ja, wie das Ben vorhin auch gesagt hat, das mit dem, was ich sage, dass ich fühle, das ist ein, ja, das ist ein Fühlen, das ist ein Erfülltsein, das ich bin in solchen Momenten. Und spüren durch und durch, wenn jemand anders ist oder welche Gefühle er hat, ja, das habe ich, weiß ich nicht, warum das so eine Art und Weise ist, die ich so. Eigentlich ist es so, wer mit mir zusammenkommt, das ist wie wenn er durch den Scanner geht. Ja. Aber ich, dieser Scanner fühlt alles. Ja. Und das fand ich eben vor 20 Jahren, vor 25 Jahren nicht immer so prickelnd. Na, jetzt sag etwas, Dario schreibt, wer glaubt schon an Außerirdische? Dass es Einhörner gibt, ist ja klar, aber Außerirdische. Weißt du, Einhörner, sind das irdisch oder außerirdisch? Einhörner? Ja. Einhörner gehören der unsichtbaren Ebene. Also außerirdisch. Ja, Logo. Also Dario. Also Dario, willkommen im Club. Dass es Einhörner gibt, ist unklar, aber Außerirdische ist es klar. Ja. Und dann sehen sie doch so irdisch aus. Dass es dich gibt, ist unklar, aber dass es Außerirdische gibt, das ist schon. Ja, wenn man das, ja. Okay, jeder Physiker könnte bestätigen, alles ist außerirdisch. Ne? Es gibt kein irdisches Leben. Jo, ja, genau. Ja, weißt du, nur, für mich ist es, ich bewundere zum Beispiel, wenn jetzt Sendung der Gerd macht, dass sie so viel Power haben zum Reden, zum Erklären. Ich habe den Beginn nicht verstanden. Ja, so Sendungen, wenn jetzt Gerd macht und wir haben dass sie so viel Power haben zum Reden, zum Erklären. Aber das hast du auch. Also wie gesagt, ich würde dir gerne. Ja, ich hab nicht täglich Sendung oder einmal die Woche. Ich würde dir die Erfahrung machen lassen, weil ich weiß, dass es so ist, das ist einfach auch mein Job oder wo ich diene, dass es für mich wirklich das Schönste im Leben gibt, wenn man auch aus sich mitzuteilen, auch wenn man immer still ist, aber dieses sich ab und zu die eigene Schönheit und Weisheit einfach auch weiterzugeben, für mich ist das, was wirklich erfüllend ist. Deswegen die Einladung nach jetzt so vielen Jahren, machen wir einfach auch die Erfahrung. Ich bin sicher, dass es erfüllend ist für alle. Und wenn wir die Erfahrung machen, dann machen wir die Erfahrung. Und ich bin sicher, dass ich dich daran erinnern muss, du, es sind schon 2 Stunden vorbei, machen wir jetzt Schluss. Ich denke schon, als ich in Kronwieden bei dir war. Na, weil ich da war. Es ist eigentlich so, es ist ein Riesenunterschied. Es ist auch bei Sabine. Wenn ich jetzt Sabine schalte oder auch anderen, dann die verlieren die Kontrolle der Zeit. Ich meine, es ist nicht notwendig, die Zeit zu kontrollieren, kann man sowieso nicht. Aber ich bin schon ein bisschen in diesem Sinne besetzend. Aber sobald ich nicht im Zentral einfach bin, dann läuft es von selbst. Aber wie gesagt, eine Erfahrung, warum nicht? Wenn ich dir sage, probiere diesen Kaffee, dann probierst du schon, oder? Es sei denn, du trinkst nur Tee. Ja, ich weiß es nicht. Also ich weiß es nicht, ob ich alleine eine Sendung machen möchte. Ich glaube eher, dass das so nein ist. Ich glaube, dass ich so quasseln kann, so mit dir. Du hast sehr... Ja, aber in der Sendung quassele ich mit dir. Ja. Ist doch das Gleiche. Ja, weißt du, aber du stellst ja auch Fragen. Das ist genau wie du vorhin gesagt hast, wir können mich die Menschen fragen. Genau, die Menschen stellen Fragen. Ja. Nur dadurch kommt das.
Der Gerd stellt sich so doof, wenn er auf Sendung geht. Ja, gibt es eine Frage? Ja, und dann ist er still. Ne? Und dann kommen die Fragen. Wenn ich sage, hat jemand eine, was für ein Thema? Selten manchmal, die Leute schreiben überhaupt nichts, ne? Weil ich öfter frage oder ungeduldig bin. Und dann kommen immer die Fragen. Dario schreibt, ich habe gehört, Außerirdische sollen eine hohe Stirn haben, so wie ich oder Niki, so wie wir alle. Na, das habe ich nicht. Okay, bist du übermorgen da? Ja, ne? Oder du bist einigermaßen zu Hause? Übermorgen, was ist übermorgen? Übermorgen wird auch mal kommen. Donnerstag. Donnerstag? Ja, das kann ich dir nicht einmal sagen. Okay. Okay, ich werde dich überraschen, werde ich meinen Ruf folgen. Wenn wir uns Donnerstag anrufen, dann können wir das vielleicht dann will ich dich anrufen. Ich weiß schon, dass ich dich am Donnerstag anrufen will. Du folgst schon dem Ruf, mich am Donnerstag zu rufen. Genau. Gut. Dann will ich deine Stimme hören. Und dann überraschen wir dich. Okay. Dann planen wir ein bisschen. Wenn es passt. Gut, sag mir sonst nichts. Mach mir keine Termine. Digga, sag mir sonst nichts. 11.38 Uhr. Einhalb. Und drei Viertel. Ja, ich könnte ja, kann man dich auch ein bisschen ärgern, oder? Ja, dann. Ne? Versuch. Darf ich, ne? Dagegen. Okay. Mal wohl ja, ärgern bringt nichts, oder tut nichts, aber einfach ein bisschen lachen. Werden wir höchstens ein bisschen laut lachen. Ja. Ja, wäre doch nett, wenn ich mal ärgerlich wäre. Ja, da ich meine Donnerstagvormittag, ich wollte nur mit Schelka reden. Na, das mache ich schon. Donnerstag sind Dario und Niki auf Sendung und dann Gerd. Ich habe am Donnerstag nichts zu sagen. Wunderbar. Ah, okay. Okay. Ja, Vormittag gerne, Jeet, wenn du wach bist. Ja. Ja, ich bin noch ab 11 Uhr wach, ja. Ja, ist ja Vormittag. Okay. Gut. Ja. Deine Stille sei mit mir, sage ich jetzt. Das ist wunderschön. Und ich quassel immer wieder ganz schnell, aber ich trage diese deine Stille in mir, ist auch ein Teil von mir. Und beuge mich einfach ein bisschen. So ein bisschen im Sinne, dass es spielerisch ist, vor deine, nicht Respekt ist auch ein doofes Wort, wertschätze deine Entscheidungen und dass du die Welt einfach auch mit deiner Stille einfach auch glücklich machst. Ich danke dir vom Herzen, Jeet. Und ich danke für deine Art, wie du bist. Danke allen, die heute dabei sind. Ich sehe dich richtig im Raum, ne? Naja, ist ja unglaublich. Okay, bis Donnerstag, Schelka. Ja, siehst du, so eine stille Sendung sieht, da braucht es keine Kamera. Ja, ich möchte das sowieso bald machen. Vielleicht machen wir etwas. Ich wollte anfangen, Sendungen zu machen ohne Kamera.
So, für mich ist einfach so, alle reden von morphogenetischen Feldern. Und das könnten wir zum Beispiel mit dir machen. Sehr gut. Dass wir eine bestimmte Zeit uns dann einfach auch verbinden und dann vielleicht als Spiel eine Stunde später sagen wir, was jeder erlebt hat und gesehen hat, in Worte. Weil diese Schulung mit JTV, das mit dem Fernfühlen, es ist einfach auch, wenn alles ausfällt, sind wir das bessere Internet. Wir ja. sind Google. Also ich finde, dass mit diesen äußeren Bildern braucht es nicht. Also ich finde es wunderschön, es zu sehen, aber es braucht es nicht. Wie meinst du es? Weil und diese Bilder, die von uns, aus dem Inneren, die aus unserem Selbst wir machen können, damit erschaffen wir ja etwas Neues. Mit dem Gefühl und mit dem Bild. Das ist die neue Technologie. Ich habe den Anfang des Satzes nicht verstanden. Du sagst mit den inneren Bildern. Das ist die okay, mit inneren Bildern, ja klar, klar. Ja, aber eben, wer ist denn schon, also ich will das schon manchmal auch bewusst machen, dass wir abgesprochene bestimmte Uhrzeit mit inneren Bildern arbeiten und dann, so wie Markus das sowieso immer macht mit seinen Bildern, er ist verbunden, wir sind verbunden, aber ich möchte das schon mal ein bisschen deutlicher machen und alle einladen, sich an eine bestimmte Uhrzeit sich zu verbinden und danach, weil viele wollen den Beweis haben oder die Bestätigung haben und danach sich auszusprechen über das, was man in dieser Stunde gefühlt hat. Ja, schöne ne? Idee. Gute Idee, ne? Mhm. Und das macht man mit dir auch. Ja, weil eben, ich denke schon, dass du das am besten kannst, weil deine Präsenz ist so stark und so mächtig, dass es uns einfach auch leichter sein wird. Ja. Gut, dann reden wir Donnerstag, ne? Das hört sich gut an, ja. 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 Ja, das ist jetzt, dann machen wir, ja, das ist, fühlt sich für mich auch gut an. Das wollte ich sowieso immer machen. Gut. Okay. Dann bis Donnerstag. Bis Donnerstag. Dankeschön, Chef. Ja, ich danke dir. Ich danke allen. Ciao. Tschüss. Ciao. Mal gucken. Ja, ich wollte nicht so lang machen, die Kinder müssen ins Bett, weil die stehen früh auf. Ich muss auch. Ich will auch. Wir sind Google, du bist Google. Danke, Maddy, das mit dem, machen wir ein anderes Mal, mit den Lumpen. Jit habe ich ja auch, dass einige Tage treffen, gemeinsame Bilder treffen. Sehr schön, mach mal. Okay. Morgen aus Leipzig, Donnerstag, die drei Süßen und vielleicht Freitag oder so. Ne? Das schreiben wir immer im TV-Programm mit. Ich weiß nicht, ob ihr das neue TV-Programm kennt. Dann könnt ihr euch alle in eure Webseite einbetten. Das sieht so aus. Hier steht Start. Nee, hier steht Fanartikel. Hier oben. Und dann könnt ihr hier diesen Banner in eure Webseite machen. Mit diesem Code habe ich sogar probiert. Funktioniert. Dann den Toolbar. Das sieht dann so aus. Hier. Und dann könnt ihr den Kalender auch mit diesem Code kopieren, in eure Seite auch einbetten. Und es gibt Möglichkeiten von Filter. Ich bedanke mich. Wir bedanken uns.
Danke an die Gesellschaft und das Mitwirken. Danke. Ich glaube, ich war heute ein bisschen klarer, weil du da bist. Ja. Bisschen. Das ist, wenn du ganz durcheinander bist. Bis morgen. Ciao. Ciao. Bis noch mal. Ciao.